In FIFA Street gibt es viele unterschiedliche Spielmodi. Du spielst nicht einfach 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Wir haben uns das Phänomen Straßenfußball angeschaut und sind unter anderem nach Rio, Amsterdam und London gereist, um uns vor Ort ein genaues Bild von der Sportart zu machen. Die Regeln sind auf jedem Kontinent anders. Manchmal gibt es am selben Ort 10 unterschiedliche Regeln. Und genau das wollen wir auch in unser Spiel einbinden. Es soll ein authentisches Spielerlebnis geschaffen werden, mit einer gewissen Spieltiefe. Und dazu gehören eben auch unterschiedliche Spielmodi. Man wird von 1 gegen 1 bis zu 6 gegen 6 spielen können. Man wird Futsal spielen können. In England ist Futsal nicht so bekannt. In Südamerika umso mehr. Aber auch in Europa wächst die Bekanntheit und Beliebtheit stark. Die UEFA behauptet sogar, dass es die am schnellsten wachsende Indoor-Sportart der Welt sei. Futsal ist grundsätzlich eine abgeänderte Version des 5 gegen 5, allerdings ohne Banden. Damit sind wir einer der ersten, die in einem Fußballspiel Futsal anbieten. Das ist ein großer Pluspunkt. Neben den Standard 5 gegen 5 und 6 gegen 6 Regeln gibt es Spielvarianten ohne Torhüter. Du kannst den Keeper rausnehmen und schon ändert sich die Herausforderung, ändert sich das ganze Spiel. Zusätzlich gibt es auch Spielvarianten, in denen es nicht darum geht, nur viele Tore zu schießen. Es geht um den Style und wie du ein Tor schießt. Man bekommt mehr Punkte, wenn man einen Trick macht, jemanden tunnelt oder den Ball über den Gegner lupft. Somit haben wir eine Vielzahl an Spielvarianten. Für jeden Geschmack ist was dabei. Dieser Spielmodus erfreut sich großer Beliebtheit. Man spielt das Spiel ohne Torwart und mit kleinen Toren. Jedes Team startet mit 4 Spielern. Wenn du ein Tor erzielst, verlierst du einen Mitspieler. Der Erste, der alle seine Mitspieler vom Feld abziehen kann, gewinnt das Spiel. Das ist eine klasse Variation. Wir waren überrascht, wie gut das ankommt. Wir haben also diese verschiedenen Regeln, die alle im Hauptspielmodus vorkommen. Aber dazu später mehr.